Hallo ihr Lieben und viele Grüße aus dem Buschkraftkeller. Ja, heute wieder zum Werkstattgespräch und ihr wisst ja, wenn wir uns hier im Buschkraftkeller treffen, dann geht es um das Thema Tricks und Tipps rund um das Buschkraftleben. Und heute gibt es noch was zu gewinnen. Ich werde nachher noch eine Lampe verlosen, werde noch ein neues Produkt vorstellen und ich zeige euch, worauf es ankommt bei einem Wasserfilter, wie man den richtig reinigt und wie man den vor allen Dingen trocken kriegt. Innen drinnen, dass da nichts gammelt. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran. Ja, ein paar Dinge haben wir heute vor, wo wir uns drüber unterhalten wollen. Ich freue mich, euch mal wieder im Keller begrüßen zu können. Ist schon eine Weile her, als wir uns das letzte Mal hier unten gesehen haben. Am Wochenende geht es wieder auf Tour. Generell geht es vermehrt demnächst auf Touren, auf verschiedene Abenteuer. Ich habe ganz, ganz viel in Planung, also könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Ja, wir werden heute, ich werde ein bisschen was verlosen, komme ich nachher noch zu. Ich hatte es ja schon mal angekündigt. Habe hier auch eine neue Lampe, die finde ich total spannend. Und was hier die Besonderheiten dran sind bei der Twastfire, die Twastfire MC5, das zeige ich euch nachher. Und ich zeige euch heute mal ein bisschen was zum Thema Wasserfilter. Und zwar geht es um den Live2Go Wasserfilter. Ich habe den ja schon mal in einem separaten Video vorgestellt. Es ist ein Strohhalmfiltersystem. Und ich habe festgestellt, ja, ich will nicht sagen vor einiger Zeit, sondern tatsächlich letztens, als ich den mal wieder ausgepackt hatte und in der Hand hatte, und wobei, so war es gar nicht gewesen, ich wollte eigentlich zu dem Filter, ist ein Strohhalmsystem. Das heißt, ihr nehmt den Filter, das ist wie die Säuerfilter und alle, die es da gibt. Ihr wisst ja, ihr könnt mit dem Strohhalmsystem direkt aus dem See trinken. Und für einen kleinen Durst ist das auch alles okay. Aber wenn man mal eine größere Menge Wasser braucht, in einem Gefäß, in einem, für mehrere Leute beispielsweise, ja, das ist anstrengend, dafür, da alles per Zug mit dem Mund zu machen. Und da habe ich schon mal gesehen, dass es für den Live2Go auch eine Pumpe gibt, eine elektrische Pumpe. Jetzt ist es aber so, wenn ihr draußen im Wald seid, eine elektrische Pumpe, da musst du erstens die Pumpe mit haben. Du brauchst eine Powerbank dazu, die braucht ja Strom. Vielleicht hat man eine Powerbank sowieso einstecken, aber du brauchst eine extra Energiequelle. Ne? Und dann funktioniert sie nicht, wenn du sie mal brauchst. Also ich wollte nichts mit einer elektrischen Pumpe und mit einer Energiequelle. Ich wollte irgendwie was Konventionelles. Und da habe ich gesehen, das ist relativ neu. Das hat so im Surao Shop, findet ihr das. Dort habe ich übrigens auch den Filter her. Dort gibt es den. Und da gibt es auch das ganze Zubehör. Und die haben verschiedene Filter-Set, verschiedene Sets, ne? Dann zu einem äußerst attraktiven Preis. Und wenn ihr meinen Rabattcode Saxonia10 benutzt, steht in der Videobeschreibung, bekommt ihr übrigens auf das komplette Sortiment beim Surao Online Shop auch nochmal 10% Rabatt. Dann kriegt ihr also auch so einen Wasserfilter nochmal 10% günstiger. Und wie gesagt, ich war auf einer Suche nach einer Pumpe und habe durch Zufall gesehen, dass sie dort neu im Sortiment eine Handpumpe hatten. Und da habe ich mir gedacht, eine Handpumpe, ja, klingt so ein bisschen wie Furzen, aber ist die Handpumpe, wäre doch genau das Richtige. Ne? Da brauchst du keinen Strom, funktioniert einfach immer. So, was habe ich gemacht? Ich habe das Ding aufgebaut, angeschlossen und habe festgestellt beim Pumpen, oh, siehe da, da kam Wasser aus dem Filter. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich habe den Filter das letzte Mal, letztes Jahr im September, also von einem Dreivierteljahr benutzt und habe den mehrere Tage, ich habe den auseinandergebaut, kann ich euch mal zeigen. Also alles, was ich jetzt hier erzähle, ist stellvertretend auch für alle Wasserfilter, die ähnliche Systeme haben. Ihr habt hier drinnen den Filter und das Schöne ist ja bei dem Live2Go Wasserfilter vom Surao Online Shop, ihr habt hier auch noch einen Ersatzfilter von Haus aus schon mit dabei. Noch ein ganzes Sortiment Vorfilter, Schläuche. Übrigens, als ich die Pumpe gekauft hatte, gab es auch noch mal Schläuche wieder mit dazu und also da habe ich jetzt reichlich. Ja, und den kann man, ja, man kann den Vorfilter hier vorne raus machen. Das ist nur so ein Filzteil und da ist die Aktivkohleeinheit und diverse andere Filter noch. Also das ist dieses Filtersystem aus diesen drei Teilen und ja, das habe ich damals. Das Ding ist aber, wie willst du hier das Wasser rauskriegen? Du kannst ausschütteln,
Und du kannst hinlegen, du kannst in der Sonne vielleicht noch nicht, irgendwo in einem warmen Raum, also heutzutage in einem warmen Wohnzimmer, in der Sonne den ganzen Tag drauf reinknallt und ihr habt 30 Grad im Wohnzimmer, lasst da das Ding einfach mal 3, 4 Tage auf dem Tisch liegen. Das Ding ist dann trocken. So habe ich zumindest gedacht. Ja, Pustekuchen. Das war auch trocken. Hier kam nichts mehr raus, gar nichts. Ich habe den Filter wieder zusammengebaut, hier rein und habe mir reingepackt. Und letztens, als ich diese Pumpe gekauft hatte, ich wollte die mal ausprobieren, die Pumpe, da habe ich den Filter wieder zusammengebaut. Und habe dann festgestellt, ups, da ist ja noch Wasser drin. So, und wir können das auch gerne mal, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt komplett raus ist. Ich baue mal den Filter wieder zusammen. So, hier ist ja das Ansaug. Das heißt, hier ziehe ich an. Ich habe jetzt den Filter mal zusammengebaut. Ist ein bisschen Friemelarbeit. Hier wird also angesaugt im Wasser. Dann geht das Wasser von der Pumpe hier durch. Ihr müsst halt darauf achten, dass hier hier ist eine Pfeil drauf, so die Fließrichtung. Dann geht das da, wird das hier durchgedrückt. Ihr pumpt quasi das Wasser hier rein durch den Filter durch und geht dann hier in ein Behältnis. Na, hier kommt auch Wasser an. Und als ich das letztens so ausprobiert hatte, habe ich dann konnte ich jetzt hier Wasser blasen. Also eine ganze Menge Wasser kam dann noch raus, so ganz kleine so Tropf, also Wasserblasen. Ja, da kam jetzt nicht ein riesen Schwall raus, aber da kam schon noch eine ganze Menge feinst, kleinst, feinst Wasser raus, was ich ganz einfach so nicht rausgekriegt hätte. Also was ich damit sagen will, ist, ohne diese Pumpe würde ich diesen Wasserfilter nicht trocken kriegen. Ne? Und das gleiche Problem ist auch mit allen anderen Wasserfiltern. Die könnt ihr zwar auseinandernehmen, die könnt ihr hinlegen und trocknen. Ihr kriegt die aber nicht zu 100% trocken, maximal zu 75%. Und dann bleibt hier immer noch ein Rest Wasser in dem Filter drin, was nachher zur Folge hat, dass das Ding verrottet oder so im Laufe der Zeit, je nachdem, wie oft man den benutzt. Also beim Lagern ja generell würde ich den jetzt hier in diesem Zustand auseinandergebaut, dass es permanent trocknen kann. Irgendwann ist es natürlich trocken, ne? Dann könnt ihr es zusammenbauen. Aber ohne Pumpe keine Chance. Die Pumpe gab es damals noch nicht, als dieser Filter rauskam. Dann gab es die elektrische Pumpe als erstes, aber die war auch fehleranfällig. Ich glaube, die wurde aus dem Sortiment genommen. Ich glaube, die ist gar nicht mehr im Sortiment. Ich will mich jetzt nicht nagelt mich jetzt nicht fest. Ich glaube, die ist nicht mehr im Sortiment beim Suora Online Shop. Das war eine Pumpe und eine Powerbank dazu. Aber das sind halt immer zwei Dinge, die entweder kann die Pumpe kaputt gehen oder auch die Powerbank. Und so eine Handpumpe, klar, kann die auch irgendwann mal dahin gehen. Und die könnte sicher noch einen Ticken größer sein, damit man mehr pumpen kann. Aber dann braucht die auch mehr Platz hier drin. Und die passt auch noch in die Tasche mit rein, wo der Wasserfilter drin ist. Da muss ich also nicht extra die noch mitschleppen. Die passt tatsächlich noch zusätzlich mit rein, neben den ganzen Schläuchen. Ich muss auch mal gucken, bei drei Schläuchen, wo kommt was hin? Gerade wenn noch eine Pumpe dazwischen ist. Wie rum schließt man da was an? Da steht aber eine Anleitung. Dann lieber noch mal einen Blick aufs Bild und dann hat man das dann auch wieder drin. Ja. Und mit dieser Pumpe habe ich tatsächlich aus dem Filter, ich dachte echt, es wäre noch ein bisschen was drin, dass ich euch jetzt zeigen könnte. Ich habe das vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen, das ist jetzt mittlerweile auch wieder her, durchgepumpt und dann liegen, jetzt ist wahrscheinlich tatsächlich getrocknet. Aber auch gut zu wissen, nachdem ich das hier mit durchgepumpt habe, nur mit Luft durchgepumpt. Und ihr habt ja gerade gesehen, eigentlich wollte ich euch zeigen, dass noch ein Tropfen Wasser rauskommt. Aber offensichtlich, eigentlich ist es besser, dass jetzt nichts rauskommt. Dann hat mein Trockenpumpen tatsächlich dazu beigetragen, dass der Filter zu 100% jetzt trocken ist. Das finde ich spannend, das ist gut, das gefällt mir. Okay, dann kann ich nämlich auch zusammenbauen, weil dann ist er ja trocken. Ja, dann passt das. So, immer richtig rum zusammenbauen, aber kann man gar nicht falsch bauen. Es geht, das passt hier nicht, ne? Das geht also wirklich nur in die eine Richtung. Und hier sind überall noch Gummidichtungen, müsst ihr also auch aufpassen, dass die nicht fliegen gehen. So. Ja, und dann ist der Wasserfilter zusammen. Demnächst, also in diesem Jahr, werde ich auch viel unterwegs sein. Da werde ich den auf jeden Fall dabei haben, um den auch in der Praxis nachher draußen auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall mit dieser Handpumpe. Also, und ich weiß, dass über meinen Rabattcode relativ viele Leute, viele Zuschauer von euch, ihr habt euch diesen Filter geholt.
Meine Empfehlung, ihr könnt das natürlich selber entscheiden, aber ich empfehle euch, die kostet 10 Euro. Holt euch diese Pumpe, da gibt es nochmal einen Satz Schläuche dazu und noch so einen Vorfilter. Also da habt ihr sogar noch mehr Zubehör nochmal dazu. Die 10 Euro, damit kriegt ihr den wenigstens wirklich richtig trocken, richtig durchpumpen. Und wenn ihr den hinterher mit klarem Wasser noch einmal, könnt ihr das wirklich sauber und dann noch einmal eine ganze Weile Luft, so lange bis keine einzige Wasserblase mehr rauskommt, dann ist das Ding trocken, ne? Und ohne diese Pumpe keine Chance. Und ich vermute mal, dass bei anderen Filtersystemen, klar, in dem Aktivkohle mittendrin, und vor allen Dingen hier im Keller ist es trocken, hier ist, naja, war, also von der Dilago-Umgebung ist ideal. Wie gesagt, ein Dreivierteljahr lang. Und ich hatte den ausgeschüttelt und getrocknet wie ein Wilder. Und nach einem Dreivierteljahr war da wirklich immer noch Wasser drin. Ne? Also es wäre auch noch einem Jahr wahrscheinlich noch drin gewesen, das Wasser. Also in diesem Aktivkohlefilter, das setzt sich einfach fester drin. Ne? Ja, das wollte ich euch heute mal mit auf den Weg geben. Holt euch so einen Satz, so eine Pumpe. Und dann habt ihr ja auch noch mal paar Schläuche. Wenn er mal wieder auf dem Schlauch steht, habt ihr noch einen. Oder drei sogar in dem Fall. Ja, mit der Wasserflasche habe ich euch auch gezeigt, die müsst ihr nicht nehmen. Ihr könnt jede PET-Flasche nehmen. Jede PET-Flasche passt vom Anschluss an den Wasserfilter. Ne? Also, wenn ihr jetzt, das ist meine Trinkflasche, die ist noch voll, aber das passt hier alles. Ne? Ihr könnt also dann solche Flaschen benutzen als Schmutzflasche. Geht in den Fluss, macht die euch voll, zack drauf und könnt dann durchfiltern. Also ist überhaupt, ihr müsst doch, weil hier ist jetzt, naja, die könnt ihr nachher als sauberer als Trinkflasche vielleicht nehmen. So, packen wir das mal alles wieder rein. Ja, also wie gesagt, dieser Vorfilter passt hier noch mit rein, diese Handpumpe und dann habt ihr alles in einem Set zusammen. Also ich habe das nicht gewusst. Ich bin echt der Meinung gewesen, der Filter ist sauber und trocken vor allen Dingen. Also sauber. Ich habe ja gar nicht so viel aus dem Fluss. Der Fluss war ja auch recht klar. Also das war jetzt kein verschmutztes Wasser oder so. Ich bin echt davon ausgegangen, das Ding ist trocken. Ne? Und ich weiß gar nicht, bei meinem Grail-Filter, den habe ich ja auch noch. Der ist natürlich anders. Das ist natürlich kein Strohhalmsystem. Aber da frage ich mich. Da könnte es natürlich auch sein, dass da man kriegt. So, aber der ist natürlich wieder ganz anders von der Konstruktion. Den kann man auch danach Gebrauch ausschütteln und trocknen lassen. Aber dadurch, dass da hier innen drin hohl ist und die Kammern können dann es wirklich in die Mitte. Hier kommt die Luft viel besser rein und kann den Filter austrocknen. Ne? Und bei dem Strohhalmsystem, das ist eine Röhre und das richtig fest da drin alles, da kommt keine Chance. Ne? Also den kriegt man so trocken. So ein Strohhalmfilter eher nicht. Ja, okay. So, wieder ordentlich festmachen. Ja. So. Ja, das Ding ist ja, wenn man mehrere Tage unterwegs ist. Und es ist kein Geschäft in der Nähe, mal ist im Wald. Und irgendwann ist das Trinkwasser verbraucht. So viel Wasser kann man gar nicht mitschleppen. Es sei denn, man hat einen Fahrradanhänger oder irgendwas sonst was mit. Und da ist es einfach, da bietet sich ein Wasserfilter an. Ja, gerade für unsere heimischen Gewässer hier. Das ist ja nicht wie in den Tropen, wo du davon ausgehen kannst, dass alles Mögliche in dem Wasser drin. Natürlich sind hier auch, aber jetzt ist nicht so, dass du da Parasiten wegholst, die du dann nicht mal loskriegst. Ne? Und das ist das ja hier in dieser Klimazone. Und da sind diese Filter völlig ausreichend. Und aber man muss eben hinterher auch wieder richtig sauber machen, weil sonst hat man zwar keine Parasiten nachher, aber andere Lebewesen im Filter. Und eigentlich sollen die ja raus und nicht rein. Also insofern wäre das kontraproduktiv. Den tun wir wieder weg. Genau. Also Wasserfilter trocknen mit so einer Handpumpe. Wie gesagt, die ist neu im Sortiment. Aber auch die, die sagen, ich brauche die nicht, ich mache das mit Mund, das reicht mir. Trotzdem holen, einfach zum Saubermachen vom Filter. Ja.
Trustfire MC5. Coole, schicke Lampe. Die ist jetzt in der Jubiläums-Edition, in der 14-jährigen. Die hat 3300 Lumen. Das ist also richtiges Kraftpaket. Und also das ist eine extrem geniale Verarbeitung. Die ist echt cool. Sieht total schick aus und macht Licht ohne Ende. Die verwendet jetzt keinen, die hat richtig Power, ne? Die verwendet jetzt keinen, diese typischen 18650 Akkus, wie die anderen Lampen alle haben. Die hat wirklich so einen, den habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Das ist so ein 21700 Akku. Das ist so ein 5000 mAh Akku. Das ist so groß wie eine 5000er Powerbank. Wahnsinn. Ne? Das ist meine Batterie. Und die wiegt dreimal so viel wie der Rest von der Lampe. Aber das ist ein ordentliches Kraftpaket. Ihr habt hier mehrere Stufen. Bis nachher natürlich hin zu den 3000 Lumen oder 3300 Lumen. Das ist natürlich schon mal ordentlich. Gucken wir uns mal an, was noch so dabei ist. Wir haben eine Anleitung dabei. Noch einen schönen Beutel. Ein Ladegerät bzw. ein Ladestecker. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen leider ein Manko an dieser Lampe. Die Lampe verfügt nicht über einen USB-C Ladeanschluss, was ich echt schade finde. Sondern, das mag sicherlich für den einen oder anderen ja, innovativ sein, kabelloses Laden. Hier ist so ein Ladekontakt. Hier ist der Ladestecker. Und wenn man das beides zack, na, ihr seht schon, dann leuchtet Steckdose. Und ihr könnt die Lampe damit laden. Ne? Wenn ihr das Ding mal versaubeutelt, das Kabel, ja, dann war es das mit dem Laden. Es ist wie gesagt auch keiner von diesen 18650 Akkus. Wenn ihr noch eine andere Lampe habt, dann nehmt ihr den hier raus, steckt die andere Lampe und ladet es damit. Das geht leider nicht. Es gibt externe Ladegeräte, so kleine Ladestecker. Die gehen für all diese unterschiedlichen Akkubauarten, also für diesen 18650 und auch für diesen 21700 Akku. Und dann gibt es noch kleinere und noch größere, da gibt es noch verschiedene, die so ähnliche Akkus. Die passen dann alle in dieses Ladegerät. Könnt ihr mal bei Amazon gucken, habe ich letztens gesehen, wusste ich jetzt auch nicht. Weil ich habe nicht so viele von diesen Akkutypen. Mittlerweile habe ich zwei verschiedene, nämlich den und auch den anderen. Und da überlege ich mir schon so ein, und meine beiden, die habt ihr im letzten Video gesehen, diese Laternen für draußen, die ich an der Markise gegangen habe vom Auto, die verfügen auch über so ein Akku. Und da, die werden zwar über Solar aufgeladen, aber der Akku speichert zwischen. Theoretisch kann ich auch, die Lampe kann ich gar nicht laden, die wird ausschließlich über Solar geladen. Aber ich könnte den Akku rausnehmen, weil der einfach nur unten reingesteckt ist. Den kann ich rausnehmen, in so ein externes Ladegerät stecken. Und könnte auf die Art und Weise auch meine Lampen laden. Finde ich eine praktische Sache. Deswegen überlege ich mir jetzt schon, 15 Euro kostet so ein Ding, mir so ein Ladegerät zu holen, wo man so zwei oder drei oder vier, gibt es als Zweier, als Vierer, die Akkus auch extern laden kann im Ladegerät. Alle möglichen Varianten, die es davon gibt, von diesen Akkus. Ja, ich habe noch, hier ist noch ein Lanyard dabei, eine Ersatzdichtung. Ja, und der Rest war jetzt das Papier gewesen von der Batteriesicherung. Ja, das ist schon mal dazu. Vielleicht noch mal ein paar Sätze zu den technischen Daten, was jetzt so das Licht angeht. Wir haben jetzt hier mit 7 Lumen, mit 160 Lumen und mit 550 Lumen. Und dann haben wir den Power-Modus mit 3300 Lumen. Dieser kleine ist der Firefly-Modus, der hat nur 7 Lumen. Und der hält dann aber auch gleich mal wieder 252 Stunden. Also da geht mal ordentlich was zur Sache. Klar, mit diesen, das, ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen, mit den 3000 Lumen soll es 215 Minuten, das kann ich mir nicht, das hält vielleicht. Deswegen, diese Anleitungen sind immer, naja, wie soll ich jetzt sagen, ne? Sind halt immer ein bisschen mit, im High-Modus bei 550 Lumen soll er auch noch 5,2 Stunden leuchten, das kann ich mir vorstellen, aber 215 Minuten, ich sage mal 5 Minuten vielleicht höchstens mit 3300 Lumen, aber ich bin jetzt am Wochenende im Wald unterwegs, da werde ich die Lampe nochmal testen draußen in der Praxis,
damit macht ihr Tag hell den Wald, ne? Also das ist schon mal ordentlich. Wenn da 3.300 Lumen zur Sache gehen, boah, das ist ja wirklich so brutal. Hat eine Reichweite von mehreren hundert Metern. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Also der Hersteller gibt hier an, wir haben eine Reichweite von 362 Metern. Das ist echt viel. Nach IP68 ist sie auch wasserdicht. Ja, und das Schöne ist, was auch noch ein Vorteil ist, die Lampe hat hinten keinen Heckschalter. Ne? Die hat nur hier vorne diesen Ein- und Ausschalter, der allerdings im Dunkeln sehr, sehr schwer zu finden ist. Also im Dunkeln habe ich den Schalter, den spürst du nicht. Ist ganz schwer zu finden. Deswegen habe ich hier diese Klemme, die hier dran ist. Die kann man drehen an verschiedenen Positionen. Und ich habe die jetzt so gedreht, dass die auf Höhe von dem Schalter ist. Das heißt, wenn ich hier die Klemme, dann finde ich auch dann die und kann die Lampe anmachen. Interessant hier dran ist auch der Stroboskop-Modus. Da müsst ihr einfach nur den Knopf gedrückt halten und dann geht das hier richtig los. Übrigens auch mit 3300 Lumen. Hat auch zwei verschiedene Frequenzen, nämlich zu kurz und dann auch dieser extrem schnelle Strob. Also wenn unmöglich da reinzuschauen, ist es so dermaßen brutal, dass wünscht man sich seinen ärgsten Feind nicht. Also das finde ich spannend. Generell gefallen mir Lampen, die zwei verschiedene Frequenzen haben bei dem Stroboskopmodus, und zwar der normale Stroboskopmodus in einem relativ langsamen Blinken und dieser extrem schnelle, und das im Wechsel, also das geht so dermaßen auf die Augen, das ist schon echt heftig. Hier ist übrigens der Ladeanschluss. Wie gesagt, aus meiner Sicht der größte Nachteil von dieser Lampe, was sonst für die Verarbeitung und für die Optik. Und die wird übrigens auch nicht warm. Ich habe andere Lampen, wenn die mit 3000 Lumen an sind oder selbst mit 2000 Lumen, werden die schnell relativ heiß und die ist noch, also die bleibt relativ kühl, nur leicht handwarm. Das finde ich gut. Ich hatte letztens eine Lampe, da habe ich mir fast die Finger verbrannt. Nach kürzester Zeit, wo die war nur mit 2000 oder 2100 Lumen an und die wurde richtig heiß. Also man verbrennt sich ja nicht die Finger dran, das finde ich gut. Und demnächst werde ich die dann auch mal draußen im Wald euch noch mal näher vorstellen in der Praxis. Und das Schöne ist, die hat keinen Heckschalter. So, das erste Mal fand ich jetzt nicht so prall. Mit Heckschalter wäre schon schön gewesen, aber dafür ist er magnetisch. Bedeutet, die Lampe hält eben auch Magnet. Und das finde ich cool, wenn man mal eine Autopanne hat, kannst du es am Auto irgendwo festmachen und hast dann auch Licht, um dann unter der Motorhaube was zu erkennen. Also das finde ich sehr, sehr schön, dass sie magnetisch ist. Da habe ich noch übrigens keine andere Taschenlampe, also eine normale Stablampe, die magnetisch ist in der Form. Klar, du hast hier diese Wuben, die ist natürlich auch magnetisch, aber das ist ja mehr eine EDC-Lampe und eine ganz andere Kategorie an Taschenlampen. Aber in so einer Kategorie 2.000 oder 3.000 Lumenlampen habe ich das eher nicht. Und das finde ich schon mal richtig gut. Ja, ansonsten für die Survival-Leute unter euch vielleicht noch mal ein paar Eckdaten zur Brenndauer. Wie gesagt, wir haben dort einen 5.000 mAh Akku drin. Es ist ganz einfach, 252 Stunden ist es mit der geringsten Stufe angegeben. Ne? Die geringste Stufe. Das ist so. Es ist hell und die brennt dann schon mal eine ganze Weile, finde ich persönlich. Also das ist schon mal eine ordentliche Laufzeit. 19 Stunden ist es in der mittleren Stufe und in der hohen Stufe 5 Stunden. Ja. Und in der 3000 Lumen Stufe 215 Minuten, aber das kann ich mich, das sind ja auch 6, 12, 18, das wären ja auch 4 Stunden, das ist Quatsch. Also da ist bestimmt hier ein Druckfehler oder Übersetzungsfehler drin. Aber das habe ich euch ja schon öfters gezeigt und gesagt, oder festgestellt, dass da Übersetzungsfehler in den Anleitungen sind. Aber wie gesagt, 5.000 mAh Akku, das ist ein ordentlicher Oschi, mit dem kann man was anfangen. Ich habe noch eine andere
3300 Lumen Kopflampe, die hat nur diesen so einen 18650 Akku verbaut, also mit 3000 oder 3500 oder 3400 mAh, deutlich kleiner. Hier haben sie gleich mal eine 5000er Oschi reingebaut. Das ist schon cool. Ja, magnetisches Ladegerät. Ja, schade. Trustfire, es ist eine echt tolle Lampe. Gibt's gar nichts. Kabellos laden, magnetisch. Wenn man eine Station hat irgendwo zu Hause, wo man kommt abends nach Hause, klemmt die dran oder an die Powerbank. Ja, das Ding ist, meistens hat man ja verschiedene Taschenlampen und hat so ein USB-C-Kabel, sei es für die GoPro, sei es fürs Funkgerät, für ein kleines Radio, für andere Lampen, für eine elektrische Pumpe. Hier zum Beispiel für so eine Pumpe, die ja auch geladen werden muss. Die wird ja auch mit USB-C geladen. Also du hast immer, jeder hat ein USB-C-Kabel dabei. So, fürs Handy oftmals auch. So, das Kabel habe ich immer einstecken. Meist mehrere an verschiedenen Stellen. Und dann wäre es gut, wenn ich die Lampe einfach anstöpseln könnte. Das funktioniert halt leider nicht. Also Trustfire, hier ist Potenzial zum Nachbessern. Die wäre perfekt mit einem USB-C-Kabel. Ne? Dass die magnetisch ist, ist echt der Knaller. Ja. Ja, hier bleibt die Lampe. Wenn er die reintut, zerkratzt sie auch nicht. Ne? Für die Sammler unter euch, die Taschenlampen sammeln. Ja, wenn ihr sie so in der Tasche habt, wo noch anderes, ihr wisst, die typische Damenhandtasche, wo alles Mögliche drin ist, so bleibt sie wenigstens geschont, die Lampe. Genau. Das ist eine kurze Vorstellung der Trustfire Taschenlampe zu dieser MC5. Trustfire hat ein ganzes Sortiment an Taschenlampen und da gehe ich vielleicht im Laufe der Zeit auch nochmal auf das eine oder andere Modell ein. Wie gesagt, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Nachteile mit dem Laden. Ansonsten, der größte Vorteil an dieser Lampe ist dieser 3000 mAh Akku da drin. Das ist ordentlich Power. 3300 Lumen ist extrem hell. Und wer ein bisschen sparsam mit der Lampe umgeht, kommt echt lange hin mit der Energieleistung. So, sie sieht schick aus, sie ist magnetisch. Rundum ein sehr gelungenes Paket. Nachher mache ich mir noch ein Bier auf. Ihr wisst ja, ne, zum Kellertalk darf das Bier nicht fehlen. Ich stelle es schon mal hin, damit ich es nicht vergesse. Aber ich habe da noch was für euch. Ich hatte es euch ja schon mal angekündigt. Im letzten Video draußen auf dem Campingplatz habe ich diese Lampe auch schon mal vorgestellt. Das ist von Sunblazer, das BB Light. Diese Campinglampe. Tja, Lampe, Magnetplatte, dass ihr magnetisch sie ans Tarp machen könnt. Fernbedienung dazu. Ladekabel. Leider kein USB-C. Ich hatte wohl im letzten Video auch gesagt, dass die mit USB-C, hier wird noch mit Micro-USB geladen. Ja, okay. Aber ja, ein Lanyard mit zwei Anschlüssen. Sicherlich ist da, ich hab den tieferen Sinn noch nicht verstanden. Aber egal. Es ist dabei. So. Hat rotes, hat grünes, hat weißes Licht, jeweils in zwei Stufen, also sechs Modi. Das Coole ist wirklich, weil sie eben diese Magnetplatte, diese Metallplatte hat. Und die Lampe ist auch magnetisch. Die könnt ihr hier dran machen. Kann ich euch noch mal zeigen. Für die, die das Video jetzt nicht gesehen haben, das ist einfach nur eine Metallplatte. Die Lampe selber ist magnetisch, könnt ihr euch ans Auto machen, wie auch immer. Ja, hat grün, rot und weißes Licht. So. Machen wir sie wieder aus. Und wenn ihr jetzt ein Zelt habt, eine Zeltplane, ein Tarp, einfach außen die Metallplatte von der anderen Seite hier dran und dann hält das Ding überall am Stoff, am Zelt, am Tarp. Das finde ich total genial. Ansonsten könnt ihr die Lampe auch aufhängen, hat einen Haken dran, ist also auch kein Problem. Ausführlich habe ich ja im Video vorgestellt. Die möchte ich jetzt gerne an einen von euch verlosen. Genau wie letztens bei meiner Tassenverlosung. Auch wieder die gleiche Regel. Ich stelle euch gleich eine Frage
Und wer von euch die Frage richtig beantwortet und wer der Erste ist mit der richtigen Antwort, der hat gewonnen. Wir machen es nicht auf YouTube in den Kommentaren. Ihr schreibt mir wieder eine Mail, weil bei der Mail kann ich genau erkennen, mit Datum, mit Uhrzeit, in der Reihenfolge, wenn mehrere mit den richtigen Antworten, welche Mail zuerst da war. Bei den Kommentaren ist nicht zwangsweise, wie du einen Kommentar gibst, dass das auch in der gleichen richtigen Reihenfolge ist. Manchmal sind ältere Kommentare oder neuere Kommentare mittendrin und das funktioniert leider nicht 100% bei YouTube. Da kann ich nicht und ich sehe auch keine genaue Uhrzeit, wann wer was gepostet hat. Also das ist schwierig. So, insofern machen wir das wieder per E-Mail, die hier eingeblendet ist. Da dürft ihr mir auch gerne mal eine Mail schicken, wenn ihr ein paar Fragen habt zu dem einen oder anderen Punkt. Bin ich auch da gern bereit, euch die Fragen zu beantworten. Eigentlich hatte ich schon mal gedacht, dass noch ein bisschen, ja, ihr ein paar Fragen habt. Ich sagte ja, wir haben leider in dem Keller ist da Internetempfang jetzt noch nicht so stark durch diese Betonmauern. Also mit einem Livestream hier unten und ich habe ja kein WLAN, ich habe ja wirklich nur ein mobiles Funknetz. Da müsste ich mir eine Außenantenne irgendwas bauen fürs Handy und dann hier live streamen zu können und perspektivisch werde ich das auf Livestreamer machen, einmal im Monat aus dem Keller, aus dem Buschkraftkeller, dass wir mal gemeinsam miteinander kommunizieren können, weil dann könnt ihr direkt Kommentare dann im Live-Chat und ich kann dann auch drauf reagieren. Ja, das geht leider noch nicht, deswegen hatte ich schon gedacht, dass ihr so ein paar Anmerkungen habt und wo wir drauf eingehen können. Demnächst werde ich im nächsten Video auch noch mal ein bisschen was in Ausrüstung vorstellen. Ich habe noch ein paar Rucksäcke, die ich jetzt schon seit langem im Einsatz habe. Vielleicht ist das auch mal interessant, dann euch noch mal so ein paar Empfehlungen zu geben. Ein paar hatte ich ja in der Vergangenheit schon mal vorgestellt, mit denen ich hier diese Martin-Top zum Beispiel oder auch meinen Bergen-Rucksack. Das sind so die beiden, mit denen ich fast ständig unterwegs bin. Aber es gibt noch ein paar mehr an nützlichen Rucksäcken, gerade wenn ich Übernachtungstouren mache, wie jetzt am Wochenende. Das Video gibt es dann nächste Woche. Da habe ich ein bisschen, mal gucken. Also entweder nehme ich nur den im Sommer, ja doch, ich nehme dann doch nur den mit, weil ich nur einen kleineren Schlafsack mitnehme. Aber im Winter beispielsweise, wenn ich rausgehe, dann ist der Rucksack zu klein, dann habe ich einfach mehr mit. Alleine schon der Winterschlafsack ist riesig und dann habe ich dann noch mein Fell hier mit so, und habe noch viele andere Dinge mit und das nimmt alles Platz und Tisch und Stuhl. Also ich bin halt gerne beim Camping auch mit Tisch und Stuhl unterwegs. Übrigens auch absolut, ich bin sehr zufrieden. Habe ich jetzt seit einem Jahr im Einsatz oder seit einem Dreivierteljahr vielleicht von One Tigris einen Tisch und von One Tigris auch einen Stuhl. Finde ich total spannend, richtig stabil und ich wiege 130 Kilo, Freunde. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe schon einige Stühle gehabt, setze dich einmal hin, da macht's knack. Ich hatte mal so einen Decathlon-Stuhl oder so einen Hocker einmal draufgesetzt, pump, kaputt. Von Miltec hatte ich auch mal so einen Klapphocker, einmal draufgesetzt, pump, kaputt. Also es gibt viel Zeug, was nichts taugt. Es gibt auch diese Art von Stühlen. Ihr seht das ja in meinen Videos, ihr kennt die Stühle. Will ich jetzt nicht aufbauen, mache ich jetzt demnächst mal. Oder wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Können wir uns das gerne mal in Ruhe anschauen. Ich wollte nur mal passend auch noch einen Tisch dazu, den hatte ich mir geholt. Und ja, ich will mich nicht einmal reinsetzen und dann geht das im Arsch. Und man will es draußen auch gemütlich haben im Wald. Ich will nicht permanent auf dem Boden sitzen. Ich sitze gerne im Stuhl an einem Tisch. Da kann man vernünftig kochen, da kann man das Gemüse schneiden, da kann man einfach arbeiten. Ich finde das gut. Deswegen habe ich das. Und hier, wie gesagt, ist ausgelegt bis 150 Kilo sind die wohl. Aber ich habe einen anderen gehabt, der war auch bis 150 Kilo ausgelegt. Aber da ist schon ein bisschen das Bein verbogen. Also das Aluminiumgestänge ist ja alles leicht. Ganz ultra leichtes Zeug und da sage ich mir, Mensch, ich bin das bis 150 Kilo ausgelegt ist und ich springe nicht in den Stuhl, ich setze mich langsam da rein und bei 130 fängt schon an, das Bein sich zu verbiegen. Da sage ich mir, naja, ist die Angabe, also ist es scheiße auf Deutsch gesagt. Und alle, die auch ein bisschen was wiegen vom Körpergewicht, die wissen, wovon ich spreche. Ein Stuhl muss einfach was aushalten, so und der hier. Es gibt bestimmt auch noch andere Stühle, aber hier, der funktioniert und der Tisch ist schön geräumig und groß, der ist total cool, da passt hervorragend dazu und schon hat man draußen sein Wohnzimmer mitten im Wald. Ich finde das total geil. Ich könnte das feiern. Ich mag das. Ich weiß, viele von euch gehen einfach raus, setzen sich Isomatte hin, einfach auf den Boden. Ja,
Aber wenn man was kochen will, und man hat nicht überall, ist wie in Bayern oder manche YouTube-Kanäle, ist immer so eine Baumscheibe griffbereit irgendwo, so ein Stück vom Baum, was ich als Tisch nehmen kann oder als Stuhl. In meinen Wäldern hier gibt es sowas nicht. Also jedenfalls liegt das dort nicht rum. Da müsste ich mit einer Riesensäge mir sowas abschneiden von dem Baumstumpf. Und habe ich nicht. Und deswegen habe ich meinen Tisch. Geht einfach schneller. Sieht auch gut aus. Und ist einfach praktikabel. So, kommen wir aber jetzt mal zur Frage. Was müsst ihr tun, um diese Lampe zu kriegen? Erstens mir eine E-Mail schreiben. Ich packe noch ein bisschen was dazu. Lasst euch überraschen. In einem meiner letzten Videos hatte ich angekündigt, dass ich eine Lost Place Tour machen möchte. Da gibt es irgendwo was in diesem Land, im Wald, was ich mir gerne angucken will, mit dem Dieter gemeinsam. So, wenn ihr wisst, was das ist, dann schreibt mir eine Mail, die E-Mail ist eingeblendet und derjenige, der zuerst die richtige Antwort hat, bekommt Licht am Ende des Tunnels. Okay, genau. Ich mache mir jetzt ein Bier auf. Euch wünsche ich noch einen schönen Abend, einen schönen Mittag, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr jetzt gerade dieses Video schaut. Einfach einen tollen Tag. Genießt den Sommer, geht raus, denkt dran, wenn ihr draußen seid, schützt euch vor, es sollen schon, also hier in der Region geht es erstaunlicherweise noch. Das war letztes Jahr viel, viel schlimmer. Da haben mich die Mücken da draußen gefressen. In diesem Jahr alles safe bis jetzt. Und ich lese nur bei anderen YouTubern, Mücken, 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 Mückenalarm, die haben alle eine Krise. Und wenn ich in den Wald gehe, alles noch easy. Da ist, ich komme. Aber verkehrte Welt. Das ändert sich aber bald, bin ich mir sicher. Ne? Nehmt reichlich Insektenschutz mit, ne? Damit ihr draußen safe seid. Ja. Das wollte ich euch nur noch mal auf den Weg geben. Gleich eine Familienpackung. Also, übrigens ist es für Mensch und Tier. Ihr könnt auch euren Hund und was er da mit so rausnehmt in den Wald, weil die Tiere werden ja auch gestochen und dann juckt es auch. Also, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Geht raus in die Natur und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, bye bye.